Na, ich hoffe jetzt einfach mal, sie nehmen mich nicht fest, wenn ich jetzt hier filme. Namibia, Land der Weite, der unberührten Wildnis und des ewigen Sandes. Zwei Freunde, 5000 Kilometer und ein unglaubliches Abenteuer. Nachdem wir Abschied vom Dinosaur Footprint Camp genommen hatten, beschlossen wir, noch einmal tiefer ins Erongo-Gebirge zu fahren und unseren letzten vollen Tag in Namibia bestmöglich zu nutzen. Viele kleine, meist arme Dörfer prägten das Bild am Straßenrand. Die Landschaft wurde zusehends felsiger und wir hielten oft an, um die beeindruckenden Panoramen ein letztes Mal zu genießen. Mahlzeit. Wir sind jetzt an unserem Tagesziel sogar schon angekommen und Mahlzeit ist Programm. Wir haben 13.30 Uhr und wir sind jetzt hier am Amaib Gästehaus. Ist auch eine deutsch geführte Einrichtung. Wir wurden sehr freundlich empfangen, haben uns jetzt einen Platz gebucht, auch sogar relativ günstig für 185 pro Person, also absolut im Rahmen. Ist alles wirklich top. Alles sehr, sehr, sehr modern hier, sehr, sehr schön gemacht. Und ja, als nächstes werden wir jetzt unseren Platz beziehen hier. Und das schauen wir uns dann nachher noch gemeinsam an. Und das ist auch gleichzeitig der letzte Campingplatz auf unserer Namibia-Reise, weil morgen früh geht es noch knapp 300 Kilometer nach Windhoek und dann geben wir das Auto ab. Aber jetzt heißt es erst noch mal eine Nacht in Namibia verbringen. Und mal schauen, was uns hier auf diesem Campingplatz so erwartet. Also, seid mit dabei. Also, wir haben uns jetzt hier eingerichtet auf dem Campingplatz. Und jetzt zum Abschluss der Reise lassen wir es uns jetzt erstmal gut gehen. Und zwar, wer hätte das gedacht, hat dieser Campingplatz hier einen Pool. Und da werden wir jetzt erstmal mehr oder weniger graziös und dezent reinspringen. Also, ihr habt es gesehen, es war sehr dezent. So, Freunde, wir haben unseren letzten Tag hier in Namibia und wie ihr seht, lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Den lassen wir nämlich jetzt schön im Pool ausklingen. Ist zwar nicht der erste Campingplatz, den wir jetzt hatten, wo ein Pool ist, aber hier bietet sich das jetzt einfach an. Es sind über 30 Grad, die Sonne scheint. Jo, wir haben unsere Ruhe, wir sind relativ alleine hier. Entspannt. Ja, ganz genau. Also in diesem Sinne, Prost. Prost. So, ich zeige euch jetzt, wie versprochen, noch mal ein bisschen den Campingplatz. Ja, wir haben uns jetzt erstmal im Pool erfrischt. Jetzt gibt es gleich Abendessen und wir gehen jetzt erstmal ein kleines Ründchen und schauen uns das alles genau an. Es ist jetzt 20 vor 7, die Sonne geht schon langsam unter und eine sehr, sehr schöne Stimmung hier auf dem Campingplatz. Also es ist so gut wie niemand hier außer uns. Ja, wir stehen ganz da hinten hinter den Bäumen. Und wenn ihr euch hier umguckt, ganz da hinten irgendwo da, steht noch ein anderer Camper. Aber da kommt man sich jetzt auch nicht in die Quere. Eine wunderschöne Kulisse hier.
Ihr seht auch den Zaun. Also der Campingplatz ist rundherum eingezäunt. Einfach aus dem Grund, weil hier im Erongo-Gebirge, so auf dem Hinweg, wir haben Löwenwarnschilder gesehen, Nashornwarnschilder. Also die stehen da auch schon nicht umsonst. Und dieser Zaun, der ist halt auch einfach hier zum Schutz für den Campingplatz oder besser gesagt für die Camper vor ja, wilden Tieren, die sich hier so tummeln. Okay, ja, hier ist die Pool Area. Schön mit kleinem Chill-Out-Häuschen hier. Ja, der Pool, klein, aber fein, wie man so schön sagt. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, und da sehe ich gerade, habe ich meine Sonnenbrille liegen gelassen. Wunderbar. Naja, das war echt, war wunderschön erfrischend. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr hier seid, springt einmal in den Pool. Hat echt gut getan. Ja, und dann seht ihr hier hinten die Sanitäranlagen. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, hier vorne ist das Eingangstor. Da sind wir heute Mittag reingefahren. Auch hier die Anlagen natürlich getrennt, Männlein, Weiblein. Naja, was heißt natürlich? Bei den ganzen Buschcamps ist das gar nicht so natürlich. Aber hier ist das der Fall. Und hier ein kleines Waschbecken zum Abwaschen. Und hier gibt es jetzt kein Warmwasser, aber dafür in den Duschen. Wirklich sehr, sehr angenehm. Ich zeige euch gerade mal eine Dusche. Ja, hier war ich auch eben gerade schon duschen. Und es ist alles da, was man braucht. Und es ist alles sauber, ordentlich. Kein Grund zu klagen. Wunderbar. Ja, für die Toiletten gilt das Gleiche. Auch hier alles sauber und ordentlich. Waschbecken, ja, auch hier mit warmem Wasser. Ja, hier nochmal ein Urinal. Ich finde ja diese Türen hier geil. Hier in so einem Wildwest-Saloon. Ja, Licht gibt es natürlich auch, hätte ich vielleicht gleich anmachen sollen, aber hey. So, noch einmal der Blick im Hellen. Ja, auch hier, ich habe natürlich gerade im Dunkeln geduscht, aber naja. Das ging auch. So einmal saloonmäßig. Ja, ich liebe diese nachschwingenden Türen. Da kommt Wild West Feeling auf. Ja. Ansonsten hat hier jeder Platz noch eine kleine Grillstelle oder eben so ein kleines Häuschen oder so ein Unterstand mit Tisch und teilweise auch Barhockern. Dann habt ihr hier die betonierten Flächen. Auch ja, kann man Zelte draufstellen oder was weiß ich, mit dem Auto drauffahren. Einfach, dass man eine ebene Fläche hat. Hier oder hinten gehe ich jetzt nicht hin, aber zeig's euch kurz. Und noch so kleine Häuschen, so Bungalow-mäßig. Standen da oben, glaube ich, auch noch ein paar mehr. Jo. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze das jetzt hier sind. Ich würde jetzt so grob schätzen. Weiß nicht, 20 vielleicht. Ist jetzt kein riesiger Campingplatz. Aber ja, dafür halt schön ruhig gelegen. Und hier wieder gerade ein Wahnsinns-Sonnenuntergang. Guckt euch da hinten den Berg an, wie die Sonne dahinter untergeht. Ja, diese Abstrahlung, richtig geil. Richtig geil. Ich wollte eigentlich auch noch Fotos machen heute. Aber heute, am letzten Abend hier, soll das alles ein bisschen entspannter sein. Ja, das war's soweit zu dem Campingplatz hier. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich führe euch auch die Adresse in der Videobeschreibung auf. Also wenn ihr irgendwann mal nach Namibia kommt, hier ins Erongo-Gebirge, wenn ihr auch einen Roadtrip macht, dann ist dieser Campingplatz hier auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, glaube ich schon gesagt, auch preislich wirklich top.
da hatten wir schon ganz andere Sachen. Ja, hier ist unsere Grillstelle. Machen wir jetzt gleich Feuer. Und dann werden noch Reste vernichtet. Mal gucken, es gibt Wraps mit Schafskäse, mit Mozzarella, Thunfisch haben wir auch noch. Naja, mal gucken. Wir lassen es uns auf jeden Fall schmecken. Also dann in diesem Sinne, bis dahin. So, die letzte Nacht in Namibia ist rum. Wir haben jetzt zusammengepackt, ein letztes Mal unsere schönen Dachzelte abgebaut. Und wir sind sehr traurig, dass wir die jetzt nicht jeden Abend wieder aufbauen müssen, oder? Ja, und jetzt haben wir noch mal gute 300 Kilometer, aber das meiste eben auf Schotterstraße. Und jetzt geht's zurück nach Windhoek, zu Asko. Da geben wir dann das Auto ab. Und heute Abend um 19 Uhr geht's dann zurück nach Deutschland. Ich melde mich später noch mal. Bis dann. Wir verließen die Amaip Ranch am späten Vormittag. Ein letztes Mal hieß es für uns On the Road in Namibia. Die staubigen Pisten des Erongo-Gebirges gaben uns noch einmal das Gefühl von Freiheit, Weite und Abenteuer. Ein persönlicher Abschiedsgruß von Namibia selbst war das Schild eines kleinen Flusslaufes, welchen wir auf unserem Weg zur Hauptstadt überquerten. Langsam wurde uns jedoch klar, dass unsere Reise bald enden würde und wir nur noch wenige Stunden von Windhoek entfernt waren, dem Ort, wo unser Abenteuer vor nunmehr 16 Tagen begonnen hatte. Wir sind jetzt zurück beim Autoverleiher bei Asko. Mir ist gerade unser Auto abgegeben. Das wird jetzt erstmal gecheckt. Haben unser Gepäck ausgeladen. Und jetzt gehen wir hier in den Wartebereich. Ja, dann warten wir dann. Je nachdem, was noch mit dem Auto ist oder nicht. Und dann... Hello. Dann haben wir noch ein paar Stunden. Und dann geht's wieder zum Flughafen. Wir sehen uns später. Bis dann. Genau hier, vor 15 Tagen, hat unser Namibia-Abenteuer begonnen. Und eben genau hier, naja, noch nicht ganz, aber fast genau hier wird es auch enden. Aber wirklich vorbei ist es ja dann erst, wenn wir wieder in Frankfurt am Flughafen gelandet sind. Aber wir sitzen jetzt jedenfalls hier bei Asko, hier in diesem Roundtable. Und ja, müssen jetzt noch irgendwie 2 Stunden die Zeit totschlagen, bis dann unser Airport Shuttle geht. Aber ich nutze die Zeit jetzt hier gerade und reinige ein bisschen mein Kamera-Equipment. Und ja, muss sagen, das hat wirklich sehr stark gelitten auf der Reise. Alleine der Tag in der Wüste und der ständige Staub bei der Autofahrt. Also das ist schon echt, wenn ihr eine große Kamera mitnehmen wollt nach Namibia, auf jeden Fall immer Reinigungsset mit dabei haben. Ganz, ganz wichtig. Also ich habe bestimmt 3-4 Mal den Sensor reinigen müssen, weil der Staub, der geht wirklich überall rein. Aber naja, jetzt habe ich ja Zeit und die nutze ich und bringe mein Equipment ein bisschen auf Vordermann. Wir sehen uns dann später noch. Bis dann. So, hier seht ihr unser Auto. Sieht jetzt wieder aus wie neu. Die Jungs haben echt gute Arbeit geleistet. Also ist wirklich wieder richtig top. I said you've done top work. Now the car looks like new one. Fresh from the factory. Ja, wirklich richtig top. Wieder alles super sauber gemacht. Ja, ich werde das Auto auf jeden Fall vermissen. Naja, mach's gut, Auto. Thank you. Ja, hier die anderen Asko-Autos. Und wir hatten wirklich das einzige Auto hier auf dem Hof, was nicht weiß war. Also allein das war schon richtig, richtig cool. Also wir haben echt überall rausgestochen mit unserem Auto. Ach, ich werde es echt vermissen. War ein cooles Auto, war eine coole Reise. Ja, wir warten nach wie vor auf unser Shuttle. Ja, ein bisschen Wehmut ist auf jeden Fall dabei. Aber auch hier Asko, ne, top Support.
Auch da, wo unsere Kühlbox kaputt gegangen ist, haben die uns direkt weitergeholfen mit der Werkstatt. Also das kann es euch nur empfehlen, wenn ihr nach Namibia kommt, kommt zu ASCO. Wirklich Top-Firma. Er hält die Tafel von den Autos, die gerade hier die Firma verlassen, beziehungsweise die wieder ankommen. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Auslandseinsatz damals mit der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina. Da hatten wir die OPZ, die Operationszentrale. Da sah es genauso aus. Da wurde immer ein Kärtchen aufgehangen. Entsprechend, wenn jemand das Lager verlassen hat oder wieder neu angekommen ist und das Kärtchen dann wieder hingehangen wurde. Also die sind wirklich richtig gut organisiert hier. Top. Wir stehen jetzt hier in Windhoek am Flughafen. Oder eher gesagt außerhalb von Windhoek. Am Hosea Kotako Flughafen, der einzige internationale Flughafen Namibias. Und jetzt geht's für uns wieder nach Deutschland. Boarding Time ist 18.10 Uhr. Haben jetzt noch gute 2 Stunden, die wir hier irgendwie totschlagen müssen. Und naja, besonders viel kann man hier nicht machen. Der Flughafen ist wirklich relativ überschaubar. Verglichen mit einem europäischen wie Frankfurt oder so ist das halt wirklich nur ein ganz mini kleiner Flughafen. Aber hey, wir haben es tatsächlich schon geschafft, uns auf der Suche nach unserem Gate selbst in dem kleinen Flughafen zu verlaufen. Also von daher. Naja, ja. Ja, so ein kurzes Fazit von unserer Reise. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Es war ein riesengroßes Abenteuer. Also es gibt ja diesen Spruch, dass Reisen das Einzige ist, wofür man Geld bezahlt, aber man hinterher trotzdem reicher ist. Und kann ich absolut bestätigen, also die Erfahrungen, die Eindrücke, das gesamte Abenteuer, was man hier mitnimmt aus diesem Land, das ist schon einfach wow. Und ich und der Patrick garantiert auch, sind uns halt auch bewusst, dass das halt wirklich ein Privileg ist, irgendwie so eine Reise machen zu können. Und also wir haben es wirklich nicht bereut und wir raten euch auf jeden Fall, wenn ihr in irgendeiner Form die Möglichkeit habt, sowas mal zu machen, dann macht das einfach. Kann ich nur zustimmen. Joachim hat schon alles gesagt. Okay, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Du hast schon alles gesagt. Gut. Die Erlebnisse sind einmalig. Die Erfahrung, die man sammelt. Und selbst wenn es das ist, dass man mal 2 Tage wirklich ohne Internet, ohne Handyempfang, ohne gar nichts, man hat keinen Kontakt zur Außenwelt. Man hat dann die Ruhe. Man guckt nicht die ganze Zeit aufs Handy, man guckt nicht nach Terminen, hat jemand eine E-Mail, eine WhatsApp oder sonst irgendwas geschrieben. Das entspannt. Also macht's, wenn ihr die Möglichkeit habt. Genau. Also in diesem Sinne, kommt nach Namibia. Wir verabschieden uns erstmal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mit Wehmut, aber gleichzeitig auch tiefer Dankbarkeit, näherten wir uns der Maschine, die uns zurück nach Deutschland bringen sollte. Es fühlte sich unwirklich an, zu wissen, dass wir in 12 Stunden wieder zurück im Alltag sein würden und unsere Reise hier endete. Auf dem Weg über die Rollbahn fühlte ich auf einmal eine tiefe Verbundenheit zu diesem unglaublich faszinierenden Land. Ich dachte an das, was wir die letzten 2 Wochen erlebt hatten, und mir wurde klar, dass ich etwas getan, etwas gewagt hatte, wovon ich schon als Kind geträumt hatte. Und in diesem Moment war ich glücklich. Namibia verabschiedete uns mit einem unfassbar schönen Sonnenuntergang und ich realisierte, dass unser Abenteuer mit der untergehenden Sonne endete.